Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki, New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Er hier heute im Studio ist der Marc Hagenbeck und ich bin der Sashi, ne? Und wir haben am 23. August haben wir ein Geburtstagskind und das Geburtstagskind ist heute wer? Das ist heute unsere Vicky Leandros. Vicky Leandros. Kennst du ein Lied von der? Ja. Theo. Theo, 2, 3. Theo, wir fahren nach Lodz. Genau, das ist die Vicky. Die ist geboren am 23. August 1952. Ja, muss man sich mal vorstellen. Und am 23. August 1617 ist die erste Einbahnstraße in London eingerichtet worden. Ach was, so früh? Ja, 1617, da sind sie wahrscheinlich mit Kutschen noch durch die Gegend gefahren. Mein lieber Scholli. Also, damit war nichts mit Autos oder sowas, sondern, aber trotzdem war Einbahnstraße. Wow. Und was war am 23. August noch? Ja, am 23. August 1927 wurden diese beiden hier, die heißen Sacco und Vanzetti, in der USA auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Das Traurige an der Sache ist, dass sie 1977 rehabilitiert wurden, weil sie es nachweislich gar nicht waren. Man konnte also mit modernen Verfahren feststellen, sie waren unschuldig. Tja, aber elektrischer Stuhl. Einmal elektrischer Stuhl, immer elektrischer Stuhl. Da machst du nichts mehr, ne? machst du nichts mehr, genau. Ja, das war der 23. August. Ihr habt jetzt ganz viel Wissen, das ihr heraustragen könnt aus eurem Büro oder wo auch immer ihr jetzt die Sendung geguckt habt und könnt ihr erzählen, was am 23. August alles so passiert ist oder wer Geburtstag hat. Und morgen sehen wir uns wieder am 24. August. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie. Tschüss.